Gen, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Keller, neues United Royal Röntchen. Ich muss hier leider reinstarten mit einem Real Talk, Freunde. Und zwar, es wird keine Intros mehr geben in dem Schema, wie sie gekommen sind. Ja, bei hier auf dem Kanal. Weil uns eh nur nachgemacht wird. Das sehe ich irgendwo jetzt nicht mehr ein. Auf einmal machen alle Intros. Ja, jeder macht Intros im Turnier. Ob die jetzt gut sind oder schon, weiß ich nicht. Die Bewertungen sind ja nicht schlecht. Dann scheinen die ja nicht so kacke zu sein. Ja, liegt im Endeffekt immer im Auge des Betrachters. Alles scheiße. Dann wird sich da noch ein Hund gekauft. Ich habe mir zuerst einen Hund gekauft. Ja, da kaufen die sich auch einen Hund auf Like-Basis da. Negativbeispiel für mich hier ganz klar, muss ich hier Payne nennen, der einfach 1:1 unsere Intros da kopiert. Das kannst du nach dem Spiel machen, deine ekelhaften Dreckspielchen. Nö. Des Weiteren muss ich euch sagen, die Folgen, die da waren, das war alles Show, ja, das war eine Show. Ich wollte euch mit auf eine Reise nehmen, mit auf eine Story. Schieß kurze Eck, weiß ich. Ich habe das extra gemacht. Und jetzt bitte erschreckt euch nicht und denkt nicht, boah, einige werden denken, was bist du für ein Punkt. Aber Freunde, ich habe nicht mal eine Glatze. Ja, das war ein Kostümteil. Extra, um ein bisschen mehr noch Storytelling reinzubringen. Ich weiß, dass jetzt einige wahrscheinlich erschrocken sind, dass ich keine Glatze habe und ey, nicht mal hat er sich da schneiden lassen, er hat uns alle verarscht. Tut mir leid, das ist ein Kostümteil gewesen. Ja. Deswegen jetzt Arschlecken hier, Community Upgrade, können sich die anderen holen. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Würde mich hier selber 20.000 Likes freuen, wenn die voll sind. 20.000 Dislikes. Aber erst 20 voll machen und dann 20 hinterher schießen. Ihr habt euch entschieden für Fernandes, ja? Fernandes, Bruno Fernandes. Oder auch bei uns bekannt unter Silva. Ich musste mir dann Quaresma nehmen, weil eine andere Möglichkeit war nicht mehr rein, was das Linken angeht. Die haben schon so viele Spiele, weil ich habe jetzt ein paar Aufnahmen gemacht, da waren mir aber einfach zu wenig Münzen. Deswegen nehme ich jetzt hier nochmal auf, mit dem wir 25 Spiele gemacht schon. Also das ist jetzt mein 26. Versuch hier an der Stelle. Stepproof, 66 Spiele, wie immer, ihr kennt's. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Ja, ich habe eine gute Beziehung zu Ori. Ja, ich bin nicht verhasst mit dem. Nächste Folge vielleicht auch, ich soll auf sein Haustier aufpassen. Nur, dass wir das nochmal klargestellt haben. Ja, tut mir leid, wenn sich jetzt viele verarscht gefühlt haben in den Folgen. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte euch unterhalten, das ging wahrscheinlich ein bisschen nach hinten los. Ja, sorry. Wir gehen rein ins erste Spiel. Das werden wahrscheinlich auch wieder alle ernst nehmen jetzt, was hier gelabert worden ist. Ne? Ja, ich denke auch. Sehr gut. Kommen wir zum ersten Gegner für die heutige Aufnahme. Ich musste Dobby leider. Ja, gegen den können wir nicht spielen, Freunde. Somit haben wir 69 Spiele am Ende damit, Ori, ne? Keine 100 Chemie. Ich musste Dobby leider rausnehmen, Freunde, weil ich Mittelfeldspieler brauchte. Sonst hätte ich zu viele Stürmer auf dem Feld gehabt. Dobby musste da leider weichen aufgrund der Position. Ja? Belastender Hase. Versuch Nummer 2 geht rein und das ist ein absolutes Banger-Team. Puh, das ist ein Banger-Team. Lucky, dass der auf 100 kommt, ne? Heißt du null, meine Freunde? Ciao, Victor! Ich hab doch gesagt, ich habe extra die letzten Folgen so bescheiden gespielt. Ja, wir werden jetzt hier die Handbremse lösen. Hier zeige ich euch, wie das richtig ist. Wenn ihr hier keine Geschichten haben wollt, dann machen wir das hier ganz einfach. Ori, bleibt am Ball, Freunde. Zack, nächste Tor. Bumm. Wahrscheinlich hier gerade absolut Trash-Talk. Gleich kriege ich richtig auf die Fresse hier. Wäre typisch. Ja? Es wäre absolut typisch. Quaresma! 2:0! Ori, Bruder, das sieht gut aus, was du da machst. Schön die Bälle verteilen. Der neue Mann trifft auch. Sehr gut. Was ist mit ihm los hier? Hier wird nicht durchgerannt. Sehr gut. Wer will mir erzählen, ich habe Stress mit Ori? Wer? Nobody. Weiter geht's. Dieser João Victor ist echt gut. Ne? Also mal no joke. Dieser João Victor ist wirklich stark. Ricardo Andrade Quaresma, der macht so Spaß, ne? Quaresma auf der 10, Freunde, ist so ein Geheimtipp von mir. Ne?
Ja, du, wenn der mal rausgeht hier, du. Frag für einen Freund aber auch, ne? Leute, was gibt? Schon seit jetzt willkommen zu einem weiteren Video. Erste Halbzeit läuft ganz souverän. Ori, bisschen, ich muss ein bisschen weniger Teamplaying machen mit Ori. Mit Ori ein bisschen egoistischer zocken. Sprachfehler ist da, sehr gut. Koreshma ist echt Zucker, ne? Wirklich, Koreshma macht richtig. Das zählt zur ersten Hälfte. 150 nochmal oben drauf. Wie viel haben wir denn jetzt? 9,6, 9,4, 9,5. Der Sturm, der runnt. Geil. So, was haben wir denn hier? Ja, sehr gut. Ich zähl mal kurz. 100, 200, 450k bis wir jetzt auf der Uhr haben. Wir gehen rein ins nächste Spiel. Das sieht doch gut aus. Das sieht sehr gut aus. Du merkst bei manchen Leuten, dass die wirklich auf 6, 7 Chemie spielen. Ja, gerade bei den Silberspielern ist das manchmal ein bisschen abenteuerlich. Aber das Spiel oder das Team läuft runter. Also das waren zwei sehr gute Ergänzungen. Ja, Props gehen raus an euch. War sehr, sehr gut. Zweiter Gegner. Hoffentlich 100 Chemie. Hat er am Start. Oh, das ist aber eine eklige Formation, Bruder. Was feierst du denn, ey? Tomiyasu da hinten. Der Beräuch, dass ich den nicht gemacht habe, ne? Boah, das ist eine eklige Formation, ne? Stellt der um? Warum haben wir nicht Ter Stegen genommen? Nur mal so eine Frage am Rande. Also. Wichtig. Das ist eine eklige Formation, die der da spielt. Aber der Flügel ist ja echt, echt stark. Aber Thierry Henry ist da! Bester Spieler im Turnier, habe ich immer gesagt. Ja, Halbzeit, Freunde. Bilanz spricht für sich, aber ich komme da, ich knack den irgendwie hinten nicht. Der move den Torwart in der einen oder anderen Situation echt gut. Und vorne oder hinten bei uns in der Defensive müssen wir aufpassen, weil der ist immer durch. Ist echt eine eklige Formation, was der da zockt, ne? Rennt der im Abseits? Mann! Ich tue mich gerade echt schwer, ne? Dann halt so. Manchmal muss man auch ein ekliges Tor machen. Ja? Manchmal muss man auch ein bisschen ein ekliges Tor machen. Aber wir haben den schon gut unter Dauerbeschuss. Aber ich komme nicht richtig in die Position. Der Move, den Torwart echt brachial stark. Und ich treffe immer die falschen Entscheidungen gefühlt. Jawohl, den eigenen Mann auch noch getunnelt. Ori, du bist der Beste. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me. Hä? Just grab my stuff. Der war drin? What the fuck? Was kann ich denn dafür? Der war doch drin und dann geht. Hä? Digga, dieses Internet aktuell? Ist ja nicht normal. Gerade wo wir das Tor, der Ball war über der Linie. Überragend gemacht sogar. Wieder der Victor da, ne? Deswegen fliege ich raus. Bleib zu Hause, spiel gemeinsam. Gute Message. Gute Message. Aber wieso schmeißt ihr mich denn raus, weil ihr das da reinpatcht? Du bist anscheinend aus deinem letzten Online-Spiel. Ja, weil ich 3-1 führe und dann selber quitte. Natürlich, oder? Natürlich, kennen wir doch alle, oder? Ergebnis war mir zu niedrig. Wahrscheinlich, oder? Ey, come on, das ist doch Kacke. Das ist doch wirklich Kacke. Broski, schreib, ich will Klarheit haben. 69 Spiele, ja? Den einen, der hat keine Fullcam gehabt, 2 Spiele gemacht. Was soll ich tun? Schreib doch mal, Olum. Der hängt wieder auf der alten drauf. Wer hat als Rage Quit für den Gegner? Da kannst du nichts gegen machen. Ne, du siehst halt auch in der Aufnahme, ne? Also, absolut belastende Hase. Ja, aber alles entspannt. Werd einfach als Rage Quit für Gegner. Gut, dann weiß sie Bescheid. Dann habe ich hier clean. Sehr gut. Ja, geil! Hello again zum zweiten Mal, Freunde. Ich habe jetzt ein bisschen gewartet. Food Birthday kam gestern Abend raus. Ich habe so gehofft, dass eventuell da noch Spieler bei sind, die wir reinnehmen können. Leider war da nichts Interessantes bei, was ich irgendwie hätte noch linken können in den Team. So nichts Spektakuläres. Der 80. Mbappé. Deswegen habe ich mich an den Karten bedient, die ohnehin schon da sind. Wir werden den letzten SBC-Spot hier auch nutzen. Wir werden eine Icon nutzen. Also wir werden die letzten Spots hier verballern. Es ist eine sehr abenteuerliche Auswahl geworden, eine sehr spektakuläre Auswahl geworden. Ich habe euch gesagt, ich werde das ein bisschen anders angehen. Ich gebe euch gar nicht die Möglichkeit, hier einen Messi oder Neymar zu wählen. Bla bla bla.
Viel Spaß mit der Auswahl. 750.000 Münzen haben wir uns erspielt und das sind 5 Spieler, die ich euch zur Verfügung stelle. Einen davon dürft ihr wie immer wählen. Entscheidet ihr euch für den Flügelspieler, muss ich die jeweilige Icon mit der Nation nehmen. Sprich, nehmt ihr Nakajima, muss ich Nakata nehmen. Nehmt ihr Leonardo, muss ich Kaká nehmen. Nehmt ihr Maluida, kann ich mich zwischen beiden Icons entscheiden. Das interessiert nicht. Was ich sagen muss, Freunde, die Icon, wenn ihr die Icon wird auf der 8 spielen. Ja? Egal ob Kaká oder Nakata, die wird auf der 8 spielen. Der Flügelspieler wird in die Doppelspitze gehen mit Ori vorne. Perfekter Kontrast, ein kleiner, quirliger. Egal wer von den dreien. Ist ein guter Kontrast zu Ori auf jeden Fall. Und Quaresma bleibt auf der 10. Ja? Und da ich die enge Raute spiele mit 10er und Doppelspitze, brauche ich einen 8er dann noch. Und da muss dann halt entweder Nakata oder Kaká auf die 8. Das sind beides keine 8er-Icons, das weiß ich. Aber am Ende fragst du dich immer, wen interessiert denn das überhaupt? Ja? Auch der Nakata, der kann aus 20 Metern den Ball in den Knie kloppen. Also, come on! Abstimmen könnt ihr wie immer mit dem Infocard. Freunde, bin sehr, sehr gespannt, für welches Paar ihr euch hier entscheiden werdet. Bin sehr gespannt. Bin gespannt doch. Abfahrt. Und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Würde mich hier sehr über eine Bewertung freuen. Wie gesagt, scheißegal, wie ihr das macht. Und jetzt hier auch nochmal, wer das am Anfang alles ernst genommen hat, was ich da geredet habe, eventuell mal ärztliche Hilfe aufsuchen. Ja, das wäre nur so ein Tipp von mir. Ansonsten hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Checkt die anderen Folgen ab und wir sehen uns am Donnerstag wieder mit der letzten United-Folge.